So, mein Name ist Monika Fersoni. Ich bin Co-Vorsitzende der Europäischen Grünen Partei zusammen mit Reinhard Bütikofer. Und da ich nicht eure schöne Sprache misshandeln wird, dann werde ich jetzt auf Englisch weitergehen. The point of this session is to deal with European realities. We heard earlier on that one of the goals of our discussion here is actually to find which common ground there can be for a common policy on asylum and migration, and also for an acceptance of this common policy of asylum and migration, and also for an effectiveness of this common policy of asylum and migration, both to be coherent with our values and with answering also the current worries of the people, but also the needs of those who want to come here. In order to do that, we have to have an understanding of what the European realities are, because whether we like it or not, the debates on these and on other issues remains national, also because the power is very much linked to the national decision-making processes and also electorate media debates. So the first objective of this discussion is certainly to understand a little bit better, go a little bit deeper in seeing what are the commonalities and the differences about these different realities. And the second point that I think we want together to take out from this discussion is what it takes from these European different realities, which certainly have some common points, to build a discourse or proposals or an action that is able to go in favor of an effective European policy in these areas, but also which speaks in favor of a multicultural and diverse and, let's say, even happier and more open Europe. So these are the two angles that we are going to take. There are also some issues, some other questions that were asked to us, dealing with national sovereignty, nationalism, relation with populism. But I think that really I would be very happy if you could focus on the explanation of these different realities and what we can do about it to make them a little bit more common. So we first start our conversation with some relatively brief intervention, and then we will go to the second point about what can we do together, and then I will open the discussion to the public, to the audience. And I hope that you will be able to help us also to come up with some nice points, some ideas, some reflections. And we will start our conversation with Stefan Angedent, who is head of the Global Issues Division of the German Institute for International and Security Affairs, Berlin. But I see here that he has an academic experience and he has taught in the Humboldt University and in Vienna. Stefan, you have the floor. Yeah, thank you, Monika. What I would like to do is just to give you a brief overview on German refugee and asylum policy. A brief overview, perhaps 5 minutes, if you would allow. And I discussed this issue with my colleagues as SWP this morning. And we decided to, let's say, to that two or that 3 points could be interesting for this audience for this opportunity. The first is, what are the main characteristics of Merkel's refugee policy? What are the main drivers of this policy? And third question, is there any recent policy shift or change of strategy in this policy? So I will try to do it in 5 minutes, but this panel, as I learned, is on European realities, and realities always start with figures. So I have two or three figures for you. Last year, up to 1 million refugees, as you know, arrived in Germany, and
477,000 actually applied for asylum. This was an increase by 135% to the previous year. And this year, during the first 4 months, we had additional 246,000 asylum applications, again an increase of 115% compared to 2015. So, and that is pretty clear, because those who arrived in 2015 are now able to file their asylum request. So this is still increasing, the number of asylum applications in Germany. Another figure is important figure is that the overall recognition rate for all countries of origin is very high. It's about 62% of all applicants for the time being, with some extraordinary high numbers, high rates for Syrian refugees. 98% are recognized from Eritrea, 96% from Iraq, 83%. So relatively high recognition rates. Another figure, we have a large number of pending procedures that has doubled last year. It's now at 450,000 more or less pending asylum procedures, which is really a large number, and this will further increase till the end of this year. So coming to my first point, what are the main characteristics of Merkel's, of Germany's refugee policy? The first is, I would say, a kind of unbureaucratic welcoming of a large number of refugees. I think that is an important first point. The second was to try to safeguard freedom of movement within the EU. That was an important goal, an important target of this policy, keeping the EU internal borders open. That was important, and it is still important. Then the third characteristic is, let's say, a commitment to granting protection to refugees despite some opposition from within their own party, from her own party, from Mrs. Merkel's own party. The CDU is a CSU. And most important, not giving up for setting a kind of upper limit to the number of asylum seekers. Let's say what we had called Obergrenze, or we used, there was similar notions like that. So that was this point, to being firm on this point, that there should not be any Obergrenze, any upper limit. And this is important if we compare the German situation to other EU countries, for example, the UK, where has been a kind of debate on numbers, on upper limits for years now, with some negative implications. A fourth characteristic is a kind of attempt to pre-categorize asylum seekers based on the likelihood of gaining refugee status. So that was, let's say, also that started in 2014, when the Federal Agency for Refugees, let's say, preferred applications from countries like Syria and so on, to speed up the whole of these processes. So a kind of pre-categorization of asylum seekers, and building up administrative resources, especially at the federal agencies, but also in the German lender. I think the last point could be integration, kind of pragmatism coupled with demanding integration requests. We have a new integration law right now that could foresee sanctions for individuals unwilling to participate in integration measures. So this is not settled yet. It's not
fully clear what the outcome will be, but integration plays a role, or has played a role in this refugee policy. Now, second point, what are the main drivers of this policy? I think there are two different drivers. One category of drivers that could be called drivers of the of a politic of openness. We have had a long debate in the media on Merkel's personal values, what role they had in deciding how to cope with the refugee issue. But perhaps more important is the positive economic situation in Germany, which makes it much, much easier to cope with this large refugee inflow. We had a surplus in state budget. We had shortages not only in skilled labor, but also in trainees and other fields of the labor market and so on. And in general, there's a very, we had a very positive development, economic development, and this has, of course, implications for openness for refugees. And perhaps an important point, difficult to assess, on this openness, this general openness in public vis-a-vis refugees, especially for refugees from Syria and other war areas. And this has been very important for coping with this large inflow of refugees, as you all know. So these, one could consider these drivers as drivers of openness, but there's also a flip side, drivers of some restrictive policies, restrictive elements. And I think one, of course, is what to take into account what conservative forces think about this policy that was very important, or is still important for Merkel, for the government at all. What is also important is that we have some unsettled institutional questions. There is a kind of power shift in state agencies dealing with refugees. This is has not been settled yet, so this is a little bit unclear, but that could have restrictive implications for the. So, last point, is there any policy shift, any change of strategy? I think there is a broad shift between fall 2015 and spring 2016. One could call it from the emphasis on a solidarity-based solution towards a focus more on externalization of refugee policies, particularly with Turkey. I think that's the main shift, and there's also some drivers, but I think I leave it with this. Thank you very much. Of course, this question of not putting upper limit has to be, in a way, coupled with the work that has been done to stop people coming in, you know, and the whole discussion about the borders of the surrounding countries, because it's easier to put not to put an upper limit if you create a situation in which nobody else can come in. But that's something that we will certainly discuss later on. I would like now to give the floor to Pernilla Backman, who is a researcher from the Swedish Institute for European Policy Studies in Stockholm, and she will deal mostly with the Swedish situation. Thank you very much. Good afternoon, and thank you so much for inviting me to this conference. What I want to do is give you a Swedish perspective on the refugee situation and on the EU response to it. Last year, Sweden received more than 160,000 asylum seekers. This is by far the biggest number in the EU as a proportion of the population. This means that Sweden accepts more refugees per capita than any other EU nation. Sweden is often described as among the countries with a generous migration policy. However, we have now witnessed a shift in the policy. What has brought about this development? Let me give you a short
overview of the recent debate and the political climate in Sweden. At the end of last year, Sweden reinstated internal border controls, and our Prime Minister presented an overhaul of Swedish asylum policy. Very short, this package means a much less generous asylum policy, particularly when it comes to residence permits. The message from the government was that Sweden was in need of a breathing space and that we would have to lower our asylum policy to an EU minimum level. The proposal will be up for a vote in the Swedish parliament in June, so we still don't know how this will pan out. At the same time, polarization between different groups in the Swedish society has been put to the fore. As in other European countries, the grassroots movement coming to the aid of refugees has been huge. And this is in a country where we normally rely on the welfare state for this. On the other hand, the asylum immigration has intensified anti-immigrant sentiments, and we have seen many burnings of reception centers. To keep in mind also is that the political landscape in Sweden is different than just a couple of years ago. The Sweden Democrats, the right-wing anti-EU, anti-immigration party now polls around 20% as compared with only 6% in 2010. Over the last couple of months, the Willkommenskultur in Sweden has gradually transformed, I guess in the same way as in Germany and other countries. The debate has gone through different phases, from a sort of an unquestioning welcome to talk of system collapse. And now I think the debate is focused mostly on integration and costs and consequences of immigration. Traditionally, the debate on immigration in Sweden has been quite narrow. There are certain issues that has not been on the table, I think in a fear of being labeled xenophobic. But I think I see now that other aspects that has not previously been discussed, such as cultural aspects, are on the table. For example, what does it mean for an egalitarian society to have lots of young men coming? What is Swedishness? Discussions on the welfare state. All those questions are now being discussed. A recent opinion poll in Sweden showed that the support for EU has decreased. And in reaction to this poll, our foreign minister, Wallström, said that the government was partly to blame for this, as they have been talking down the EU in connection to the EU response to the migration situation. And as for the Swedish position on what the European Union is facing, is that their responsibility for migrants must be shared solidarily. And I think it's generally hard for Swedes to swallow the position of certain member states. And we think it's some kind of double standard to accept structural funds, but on the other hand, not being willing to accept responsibility for asylum seekers. On the other hand, we have the other side of the coin, where Sweden is being called naive, and that we have been working as a pull factor for immigrants to the European Union. Sweden, generally on the same page as the European Commission on
on the migration issue has expressed its support for a European asylum system where you lodge an application at the EU level instead of in the member state. And this could be seen perhaps a bit contradictory, as Sweden has been known for a rather reluctant position on EU integration. It remains to be seen in what direction EU and Swedish migration policy will go. Thank you very much. Thank you very much indeed. I think that on this discussion about who is solidaire with whom, there are very many different, I wouldn't say different, but let's say I have the impression that all countries feel that they have been too solidaire, you know, and that is certainly one of the complication of the discussion, because we in Italy feel very solidaire, and we say that only when this thing became a German problem, it became a European one. And then, of course, the Swedes are saying what you just explained, and then the Eastern Europeans. So I think that, this issue that everybody feels that it's too solidaire in relation to other is probably one of the keys that we will have to unlock in order to try to have a European discourse about that. So I would like now to give the floor to Tanos Dokos, who is the Director General of the Hellenic Foundation for European and Foreign and Foreign Policy in Athens. Well, thank you. It's a pleasure to be here. And I suppose I have to thank you for adapting the no-tie dress code favored by my government and especially our Prime Minister. Unfortunately, I was surprised. Greece has integrated over the past 20 years about 1 million immigrants, two-thirds from Albania and the rest from a variety of countries. But when it comes to the current situation, we were happy, I think. We were surprised, as almost everybody else. And we were happy to play traffic policemen, just pointing the people to the north and hoping that the conveyor belt would never stop. But we should have known that it would at some point. And it has been a crisis, the country has been in a crisis management mood ever since. We have been a bit stingy when it comes to asylum processes, but then Greece has not been a very desirable destination over the past few years because of the economic crisis and the lack of opportunities. Now, fortunately, so far, Golden Dawn, the neo-Nazi party, has not benefited as much as people expected from the refugee situation. But of course, this could change. So the debate about the Greek policy is quite short, as you can see. And if I can use my next couple of minutes to raise a broader issue, because I think if we focus too much on the Syrian situation, we're probably missing the real question, which is even if there's a miraculously a solution in Syria tomorrow morning and people stop coming, there will be other conflicts in the neighborhood and ungoverned territories, and also a lot of poverty, overpopulation, especially in Africa, but also the impact of climate change. So there will be, I think, a steady flow of people trying to come to Europe over the next several years. And the question is, how many can we take in? And it's a tough question. Personally, I've been haunted for a long time by the image of Aylan lying on the sand in a Turkish coast. Also because my youngest son was about the same age, and I felt it was so unfair, one child to have the right to be safe and happy and the other not. And I would make a very poor screener. I mean, I'm a sucker for sad stories. And all their stories are sad, which is why they're trying to come to Europe. So if it was up to me, I would let everybody come in. But this is not, I'm afraid, the right answer.
Now, there's no magic answer to the question, and there's no mathematical formula of how many people we can integrate without or take in without risking social cohesion. I guess time is also an important variable. We talked earlier about security, and I would agree that you cannot seal European borders, especially maritime ones. But we can monitor and control our borders. I mean, we need to know how many people are entering Europe and also where they are. And that's a bit different. So I think our migration policies should not be heavily influenced by our inability to control our borders. But I would emphasize control is different from closing or sealing borders. That's impossible and I would say undesirable. Integration, I think, will be a key issue. How many people can we integrate successfully? And we use the word multiculturalism. And I think there are many definitions, and I'm not even sure there's a right definition on what a multicultural society should look like. And I wonder, is there a fine line between respecting the particularities of our guests and them respecting our way of life? I hope the answer is yes, but it's not clear in my mind. Finally, I think we need sustainable policies, not ideological answers, but realistic and pragmatic ones, which means that they can be partially unpleasant. And just to give you a specific example, there's a country in Europe South, Egypt, with almost 90 million people. And it's been facing substantial economic, social, and political problems. Now, I don't want to imagine a scenario where Egypt becomes seriously destabilized and then we have a massive flows of refugees to Europe. But assuming there's a dilemma, which applies to other countries as well, between stability and democracy, interests and values and principle on the other side, what would be the choice for Europe? And I think that will be one of the dilemmas that we will be faced with when it comes to our new global security strategy and also the neighborhood strategy, especially in the South. So difficult questions, few answers. Thank you. Yes, on the other hand, we will have to really perhaps have a look at the recent experience and check out and see if the stability is really ensured by the fact of giving preference to a certain kind of governments. Perhaps the experience is not that clear-cut in that sense. And I would like now to give the floor to Piotr Buras, who is the head of the Warsaw Office of the European Council on Foreign Relations. Piotr. Ja, vielen Dank. Wenn Sie erlauben, werde ich Deutsch reden. Also diejenigen, die kein Deutsch verstehen, bitte die Kopfhörer aufzusetzen. Ja, vielen Dank. Und Sie werden natürlich sofort gewusst haben, als ich vorgestellt worden bin, dass Polen nicht wirklich zu der Gruppe der Länder in der Europäischen Union gehört, die von der Flüchtlingskrise, von der ganzen großen Herausforderung unmittelbar betroffen ist. Eigentlich das Gegenteil ist der Fall. Und wenn man die polnische Politik heute in einem Satz zusammenfassen wollte, dann müsste man eigentlich sagen, dass die Flüchtlingskrise kein polnisches Problem ist und wir wollen nicht, dass sie zu einem polnischen Problem wird. Das heißt, es ist eine Politik, die im Großen und Ganzen vor allem darauf hinausläuft, keine Flüchtlinge nach Polen reinzulassen. Das ist auch die offizielle Position der polnischen Regierung, dass wir nicht imstande sind, zumindest zu diesem Zeitpunkt Flüchtlinge aufzunehmen. Der Grund dafür ist, dass unser Land für die Aufnahme der Flüchtlinge nicht vorbereitet sei. Und zweitens, dass die Gefahren, die damit verbunden sind, diese
Sicherheitsrisiken nicht rechtfertigen würden. Also das Eingehen auf diese Sicherheitsrisiken nicht rechtfertigen würden. Also das ist jetzt in der Tat eine völlig andere Situation, die als in den anderen Ländern, von denen wir gesprochen haben. Und ich würde gerne vielleicht ein paar Punkte noch zu der Position der polnischen Regierung und zu diesem innenpolitischen Kontext sagen, aber dann mich vielleicht im zweiten Teil meiner Ausführungen darauf konzentrieren, was steckt eigentlich dahinter? Weil ich glaube, es ist ja viel interessanter, als sich lange über eine Politik eigentlich des Nichthandelns auszulassen. Und also die Position der polnischen Regierung ist heute die, dass die geeigneten Mittel bei der Bekämpfung der Flüchtlingskrise nicht wirklich die Mittel sind, die heute in der Europäischen Union auf der Agenda sind, beziehungsweise nicht diejenigen, die in der Forderung stehen, sondern dass wir uns vor allem um den Schutz der Außengrenzen kümmern sollen. Das ist der absolute Priorität. Und dazu leistet Polen auch, das muss man auch fairerweise sagen, dazu leistet Polen auch einen ziemlich wichtigen Beitrag. Polen hat Grenzbeamten, Polizisten entsandt nach Mazedonien, nach Ungarn. Also das sind der polnische Beitrag zur Lösung dieser Probleme. Zweitens brauchen wir ein größeres Engagement in den Drittstaaten. Das heißt, in der Region, das ist eben diese sicherheitspolitische Dimension, nach dem Motto, die Ursachen der Flucht zu bekämpfen und nicht ihre Folgen. Und drittens humanitäres Engagement, also größere humanitäre Ausgaben. Und das sind alles drei Punkte, wo die polnische Regierung bereit ist, ihren Beitrag zu leisten. Aber da haben wir natürlich auch ein bestimmtes Problem, weil wenn man mit den polnischen Politikern spricht oder ihnen zuhört, da bekommt man immer wieder zu hören, dass zum Beispiel der EU-Türkei-Deal das Beispiel für eine richtige Politik ist. Also eine Politik, die eben die Migrationswelle an den Grenzen Europas abwehrt. Dass dieser Deal, dieses Abkommen eben auch eine Vorlage für die Kooperation mit anderen Ländern sein sollte. Diese Position, die in dieser Form natürlich nicht völlig anders ist als die Position von der deutschen Bundesregierung und vielen anderen Regierungen in Europa, diese Position scheint aber einen wichtigen Punkt völlig auszulassen, nämlich die Frage der Umsiedlung der Flüchtlinge direkt aus der Türkei. Dazu ist Polen nicht bereit und obwohl eben, wie alle wissen, diese Regelung eigentlich ein unabdingbarer Pfeiler dieses ganzen Abkommens ist. Also man kann eben dieses Abkommen nicht umsetzen, also wahrscheinlich die Probleme bei der Umsetzung des EU-Türkei-Deals heute hängen auch damit zusammen, dass sehr wenige Länder dazu bereit sind, die Flüchtlinge aufzunehmen, aber die Türkei wird sich nicht verpflichtet fühlen, dieses Abkommen ihrerseits umzusetzen, wenn die Last nicht gemindert wird, die dieses Land jetzt trägt. Also Polen wird hier keinen Beitrag in diesem Punkt leisten, obwohl eben der EU-Türkei-Deal als eine beispielhafte Politik dargestellt wird. Ich glaube, hier ist eine gewisse Inkonsistenz. Aber das, was am meisten auf Ablehnung in Polen stößt, ist alle Relocation-Mechanismen, die heute diskutiert werden. Und die jüngste Initiative der Europäischen Kommission, diejenigen Länder, die keine Flüchtlinge
im Rahmen der Kontingente aufnehmen wollen, mit Geldstrafen zu belegen. Das hat in Polen bekanntlich auf ein sehr negatives Echo gestoßen. Und diese Politik wird als nicht produktiv und nicht zielführend dargestellt. In der Annahme, dass nicht nur Polen, sondern auch viele andere Länder auch nicht bereit wären, an diesem Mechanismus teilzunehmen. Das ein wichtiger Aspekt der polnischen Diskussion ist noch die Frage der ukrainischen Migranten bzw. Flüchtlinge in Polen. Und hier muss man das, glaube ich, differenziert sehen. Also die polnische Regierung hat das fälschlicherweise als eine Flüchtlingswelle dargestellt. Also fälschlicherweise in dem Sinne, dass das keine Flüchtlinge im echten Sinne des Wortes, im genauen Sinne des Wortes sind. Wir haben ein paar hunderttausende Ukrainer, die nach Polen gekommen sind. Das sind aber meistens ökonomische Migranten. Und selbst wenn es auch Flüchtlinge aus Donbass oder aus der Krim unter ihnen gibt, sind das Leute, die in Polen keinen Flüchtlingsstatus bekommen. Sie bekommen keinen Flüchtlingsstatus vor allem aufgrund dessen, dass Polen die Ukraine nicht als ein Failed State erscheinen lassen will. Das heißt, das sind Leute, die sind ja auch im internationalen Recht, ist es ja so vorgesehen, wenn die irgendwie einen Schutz in ihrem eigenen Land, zum Beispiel im westlichen Teil der Ukraine, bekommen können, dann werden sie als Flüchtlinge nicht anerkannt. Aber Polen, sie halten sich in Polen auf, viele von ihnen arbeiten in Polen, schwarz oder legal. Insofern, sie leisten auch einen Beitrag wichtigen Beitrag zur Entwicklung Polens, zum Wirtschaftswachstum. Also da, man kann sie schwer als Flüchtlinge darstellen, auf eine Art und Weise, die das in Deutschland oder Schweden oder Griechenland der Fall ist. Das ist eine völlig andere Qualität. Und wenn ich weiß nicht, ob ich noch, dann werde ich vielleicht noch ganz kurz über den Hintergrund dieser polnischen Diskussion, werde ich vielleicht noch später, wenn Sie daran Interesse haben, noch ein paar Sätze sagen wollen. Aber vielleicht noch ein Punkt. Also ich glaube, diese Politik, die wir heute erleben, das ist nicht nur die Politik der aktuellen Regierung in Polen. Das hat schon früher angefangen, also im letzten Jahr, als wir noch die liberale Regierung hatten, aber eine ziemlich dezidiert konservative Politik in diesem Punkt an den Tag legte und sich den bereits schon genannten Regelungen auf der europäischen Ebene widersetzte. Und das war auch die Flüchtlingskrise ist Teil der polnischen Wahlkampagne und zum Thema in der polnischen Wahlkampagne im letzten Jahr geworden. Aber interessanterweise, die interessanteste Frage ist, inwieweit diese Politik Rückhalt in der Gesellschaft findet. Und da sind sehr widersprüchliche Daten. Also die Polen sind insgesamt, wenn man sich heute die Umfragen anschaut, der Aufnahme der Flüchtlinge stehen sehr negativ entgegen. Also das ist eine Politik, die eine breite gesellschaftliche Basis hat. Gleichzeitig kann man auf Umfragen vom Frühjahr 2015 hinweisen, denen zufolge über 70% der Polen damals, noch vor dem Beginn oder von dem Aufbäumen dieser Krise durchgeführt worden sind, dass damals über 70% der Polen bereit waren, Flüchtlinge aufzunehmen. Also das war eine ziemlich große Mehrheit. Und dann hat sich das rasant im Zuge der Wahlkampagne geändert. Und im Oktober 2015 waren die Daten umgekehrt. Also 70% waren dagegen. Also es gibt viele in Polen, die auch sagen, dass der politische Diskurs, und das ist, ich glaube, auch ein interessanter Punkt im Zusammenhang mit den anderen Themen, die wir hier besprechen wollen. Was soll man tun? Wie soll man reagieren? Also dass der politische Diskurs auch die Stimmung der Gesellschaft sehr stark geprägt hat und nicht primär umgekehrt.
dass die Politiker quasi der Gesellschaft zuvorgegangen sind mit ihren ziemlich, naja, mit dieser Panik- oder Angstmache. Und dass wir heute auch Früchte dieser Politik sehen, auch in den Einstellungen der Gesellschaft. Aber ich glaube, und das ist der letzte Satz, dass wir hier auch über tiefergehende Gründe für diese Politik und für diese Einstellung in der Gesellschaft sprechen können. Und ich glaube, dass ein sehr interessantes Thema in diesem Zusammenhang ist die Ost-West-Spaltung in Europa, weil Polen ist kein isoliertes Land, ist Teil Mittel- und Osteuropas. Und im Zusammenhang mit diesen Diskussionen in Polen und in Ungarn und anderen mittel- und osteuropäischen Ländern ist diese Debatte entfacht worden. Haben wir mit einer neuen Spaltung zwischen Ost und West in Europa zu tun? Ist das wirklich das Alte, was wiederkommt, oder ist das was völlig Neues? Ich glaube, die These von der Ost-West-Spaltung ist etwas vereinfacht, aber wahrscheinlich wäre es auch wert, darüber ein bisschen zu diskutieren. Dankeschön. So, thank you very much. So I think that after this first round, I would then propose that we move to the other question to say, okay, I don't think that anybody, at least here, I don't know if outside, is happy about the way in which this situation has been developing in Europe for many reasons. And so I would like briefly to hear from you what are the points or the ideas or that coming from your own and from the European debate we could use in order to make this debate become not only debate but really policy, become more positive and also find some solution to the uneasiness that a lot of us hear and also to the human suffering that that we see and also to the worry and the fears that people have. And I would like to restrict, I mean, not to make these points too long, if we can, and then to open the discussion with the audience, that we will have about 25 minutes of possibility of interaction. And perhaps also taken from what was said in the previous session, I would like to perhaps introduce a couple of points that you may or may not take up. Do you think that in this positive work to at least try to address this issue or to find solution, the fact that of defeating the idea that we cannot take anybody else is a useful one? I mean, to convince people that after all in Turkey there are 3 million refugees, and that in the world there are 60, and that perhaps 1 million or 1.5 million in Europe in 1 year is not that much, or it's not that impossible to be dealt with, and for a country like Sweden 1,500 is not that huge, or for a country, I don't know, this kind of discussion, not so much in the numbers, but in the understanding that perhaps this upper limit is probably not yet reached, and there is an issue in managing it and in finding the political will of managing this question, and the unwillingness to find solutions is actually perhaps one of the problems. And I would like to make two very brief examples. In Spain, there are about 18 refugees that have been taken up. But on the other hand, the city of Barcelona put aside about 10 million euros to take in new refugees and to adjust new refugees. And the Rajoy government said, no way that you're going to do that. Yeah? And the same thing is happening in several cities, which now created a sort of alliance of cities saying, hey, we want to welcome new refugees. Paris is another one. As you know, France said, no, we are not going to accept compulsory quotas. So this kind of understate initiatives of solidarity. In Italy, we had a very interesting example of humanitarian corridor, you know, that was done by the Comunità di Sant'Egidio, which is directly making people come in. So there are all sorts of initiatives which somehow do not find space in our debate. So what
are also these kind of things that could be also usefully used. And last but not least, don't you think that if you have this kind of positive messages, it will be also easier to find agreements with the country outside? Because it is very difficult to give lessons to Turkey if they are taking three times as much refugees as we are. So I don't know, just to make a little bit the debate advance, some kind of European or non-European response that we can find starting from your own situation in your own country. I don't know, do you want to follow the same, or we go the reverse? Ja, vielen Dank. Also natürlich, wenn man das mit berücksichtigt, was ich bisher gesagt habe, das ist ja schwierig von der polnischen Perspektive hier sehr konstruktive Vorschläge zu unterbreiten. Aber ich glaube, ganz generell, also ein bisschen Abstand von den polnischen Diskussionen nehmend, würde ich sagen, dass wir wahrscheinlich in Europa viel mehr darüber nachdenken sollten bei der Gestaltung der europäischen Asyl- und Migrationspolitik, wie wir erstens wenn wir die europäischen Realitäten, über die wir sprechen sollen, wirklich ernst nehmen, dann müssen wir erstens darüber nachdenken, wie wir die Lasten Europa anders teilen können, als nur durch einen Relocation-Mechanismus. Also das ist ja eine wichtige Frage. Also ich glaube, meine persönliche Meinung ist hier nicht besonders relevant, aber ich würde mir wünschen, dass Polen zum Beispiel oder andere Länder unserer Region Flüchtlinge aufnehmen. Aber es ist ja wahrscheinlich momentan nicht in Sicht. Und die Frage ist, wie kann sich ein Land wie Polen effektiv und effizient an eine Lösung der Flüchtlingskrise beziehungsweise breiter gesehen an eine Asyl- und Migrationspolitik der Europäischen Union beteiligen kann? Wie kann es einen Beitrag leisten, ohne Flüchtlinge aufzunehmen? Also ist das überhaupt denkbar? Ist das erwünscht oder nicht? Und die zweite Frage ist, können wir die innereuropäischen Mechanismen so anlegen, dass sie nicht in erster Linie mit Strafen hantieren, sondern mit Anreizen? Also können wir Incentives? Wir haben am ICFA, Sebastian Dudin, ein Kollege von mir, ein Ökonom, hat vor ein paar Wochen ein Paper vorgelegt, wo er eben eine European Refugee Union vorschlägt. Und da macht er das Argument, also das ist ja ein sehr kontroverses oder ein paar zugespitzte Ideen und soll irgendwie Diskussionen anregen und vielleicht keine fertigen Vorschläge machen. Aber die Idee ist, können wir zum Beispiel die Asylpolitik so anlegen, dass die Länder oder die Kommunen, die Flüchtlinge aufnehmen, gleichzeitig wirklich relevante Summen bekommen, nicht nur für die Aufnahme der Flüchtlinge, sondern auch für die lokale Entwicklung zum Beispiel, für die lokale Bedürfnisse, sodass die Bewohner dieser Kommunen das Gefühl haben, dass sie sogar zu Nutznießern einer effektiven oder aktiven Flüchtlingspolitik werden und nicht, dass sie durch die Aufnahme der Flüchtlinge beeinträchtigt werden. I will give immediately the floor. Just to say that this is exactly the policy that Belgium is following. Belgium is giving to the commune or to the cities that are accepting. There is a relocation mechanism and they are giving money for each refugee. But those communities which do not accept have to pay. So it's a sort of, you know, give and take situation. So it's just to say that this is working relatively well, although some mayors are making some very strange declarations. Absolutely. So that's...
Ja, ich würde da gerne gleich anknüpfen, weil es ist schon eine zentrale Frage, was heißt eigentlich Solidarität bei der Flüchtlingsaufnahme und wie kann man das umsetzen? Wir waren also von der SVP und vom Sachverständigenrat nicht so ganz unschuldig an dieser Verteilungsregelung. Das war etwas, was für 2013 vorgeschlagen wurde. Wir waren nicht die Einzigen, aber das, was die Kommission nun als Umverteilungsmechanismus für die 160.000 Flüchtlinge vorgeschlagen hat, entsprach eigentlich den Vorschlägen, die wir damals untergebracht haben. Der Punkt war, und das muss man immer wiederholen, weil das in diesem politischen Prozess eigentlich missbraucht worden ist, dieser Vorschlag. Die Idee war, über die Diskussion über faire Aufnahmequoten, eine Diskussion eben über Solidarität und solidarisches Verhalten in der EU hinzubekommen. Und die Quotendiskussion nur als Anreiz zu nehmen, um überhaupt darüber zu sprechen, was kann denn ein Land aufnehmen, was sind Argumente dafür, dagegen und so weiter. Und dann ist das passiert, was immer passiert, wenn man Bürokraten Vorschläge macht, die nehmen die technischen Aspekte raus und ignorieren die politischen Aspekte. Und dann, das ist genau das, was die Kommission gemacht hat, sie hat dieses technische Instrument genommen, hat diesen Verteilungsschlüssel entworfen und hat dann noch einen Mechanismus vorgeschlagen, der den verbindlich macht. Dass das dann bei vielen Mitgliedstaaten auf Widerstand stößt, weil von oben runter, top-down, irgendwas vorgeschlagen wird, das war klar. Also so kommt man nicht weiter. Und wenn man sich anguckt, wie viele jetzt tatsächlich unter dieses Programm gefallen sind, wie viel tatsächlich aus Griechenland, aus Italien übernommen worden sind, muss man einfach sagen, so scheitert das. Das ist kein Instrument für Solidarität. Das muss man anders machen. Deshalb ist so wichtig, was hier gerade gesagt wurde, man muss über Anreize nachdenken. Ich finde das gut, jetzt sind schon zwei Modelle, wie man Anreize machen könnte, diskutiert worden. Was ich mir auch vorstellen könnte, wäre zum Beispiel einen Wettbewerb auszuschreiben. Die EU-Kommission schreibt einen Wettbewerb für Kommunen aus, für europäische Kommunen, die Flüchtlinge aufnehmen und für die Aufnahme überkompensiert werden. Also nehmen wir mal an, ein Flüchtling kostet pro Jahr 6.000, sagen wir mal 10.000 Euro und die Kommission würde aus dem Fonds, aus dem Asyl- und Migrationsfonds der Kommune für die Aufnahme und Integration des Flüchtlings eben nicht 10.000, sondern 20.000 zahlen, glaube ich, dass viele Kommunen, die in strukturschwachen Gebieten sind, da ein Interesse dran haben. Das müsste man ausprobieren, so ein Instrument, ob das wirksam sein kann, ob das sozusagen von unten, eben genau in der Gegenbewegung zu dem, was ich eben beschrieben habe, von unten eine Bereitschaft schafft, Flüchtlinge aufzunehmen. Weil das wird die entscheidende Frage sein. Nicht die Registrierung und die Asylverfahren für die Millionen Flüchtlinge, die wir jetzt aufgenommen haben, sondern das, was jetzt danach kommt. Und das geht nicht top-down. Dafür braucht man andere Ansätze. Das ist der eine Punkt. Darf ich noch eine Bemerkung machen zu diesen Obergrenzen? Weil das ist eine Debatte, die ja immer wieder kommt. Ich finde, es ist unglaublich banal, darüber zu reden, dass man nicht alle Menschen der Welt aufnehmen kann. Also das verlangt ja keiner, das ist auch nicht Gegenstand der Debatte. Viel gefährlicher ist diese Debatte über Zahlen, weil sie letztlich, glaube ich, den Populisten in die Hand spielt. Ich hatte vor kurzem eine Diskussion mit Schweizer Volksvertretern, wo eben auch ein Vertreter der Rechtspopulisten auf dem Podium saß und es ging um genau diese Aufnahmezahlen. Und die ganze Debatte zentrierte sich nur auf die Zahlen, ob die jetzt erreicht worden sind, ob die nicht erreicht worden sind, warum die nicht erreicht worden sind und so weiter. Es ging nicht um Inhalte, es ging um die Zahlen. Und eine Zahlendiskussion, eine Obergrenze verselbstständigt sich einfach. Und dann werden sozusagen die bürgerlichen, die liberalen Kräfte werden getrieben von den Rechtspopulisten, die immer wieder einfordern, diese Zahl zu erreichen. Und wenn die Zahl erreicht ist, kommt die nächste Stufe, dann wird die Zahl reduziert, beziehungsweise werden die Hürden noch höher gelegt und so weiter. Man kommt aus diesem Diskurs nicht mehr raus, wenn man den einmal begonnen hat. Und deshalb ist das so gefährlich.
Okay, so instead of saying, you're saying that it's better not to talk about numbers, but then the idea would be to say, I understand your point, we shouldn't have in Europe the as only goal the idea of keeping as much people as possible out. Instead of playing with numbers, I mean, what is then the message that that you give? That the goal should not be simply to keep people out, but to be a little bit more open than what we are today? Even without talking about numbers? Just to understand what is your thinking. Ja, der Punkt ist, keine Zahlengrenzen anzugeben. Das ist ja auch das, was in der österreichischen Debatte passiert ist. Also die österreichische Regierung wollte ja eine Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen vorschreiben. Das ist dann in den ersten Rechtsgutachten, die erstellt worden sind, gleich wieder einkassiert worden. So, das ist sozusagen die juristische Dimension. Das geht sowieso nicht. Aber die politische Dimension ist vielleicht noch wichtiger, weil dieses Spielen mit Zahlen für viele Beteiligte attraktiv ist. Ja, eine Zahl zu definieren und dann zu sagen, ja, das ist jetzt unser Politikziel, diese Zahl zu erreichen. Dafür würde ich warnen. Das geht nicht gut. Okay. Thank you. I have one. Well, whenever I start thinking about solutions, I get stuck on the fact that the member states are so far from each other. I mean, this is a huge problem, and I guess the conflicts line are very deep. We are talking about who should decide. Is it the EU or is it the nation state? Quite a big question. We are talking about the content of a policy. Simply put, who should come in and how many? Well, we all know these problems, but how do we move forward? And I think that we need to have a discussion on the content of the policy, of course, and who should decide this. Taking the Swedish example, I guess that the government is struggling with the equation that they have now lowered the standard of the asylum policy. Will this be able to go up again? Or do we have to accept a lower level so that we can all reach an agreement on an EU level? So I guess that's kind of the main issue. On what level should we have a common policy, if we can have a common policy? And I also think that a better debate on, I mean, we talk about the benefits of an open Europe and the benefits of immigration and all these kind of arguments that are quite difficult to understand sometimes. And I think it's important to have that discussion on a European level. I mean, what value should drive an asylum policy? I mean, perhaps not very concrete, but I think we need to start somewhere there. And then I have to be a bit boring as well and talk about implementation. I think that is a key issue. I mean, we have a lot of instruments and mechanisms, and if we could help each other out and support the member states that need to build up their capacity and so forth, and get the relocation mechanism to work. I mean, that's one step ahead. Final point, as you said, Stefan, we also need to discuss what is solidarity. I mean, in what way could that come? In what way could you take responsibility? Is that financially? Is that in action? So that's very important as well. Well, three brief points, if I may. First of all, should we take more refugees in? We conveniently forget that there's also a strong moral responsibility because conflicts in countries like Afghanistan and Iraq and Libya did not happen naturally. They were the result of interventions by a number of countries, including
European ones that either actively participated or supported those operations. Now, I would argue with the best of intentions, but the results were catastrophic. So I think there is a responsibility to do more about the victims of those policies. Second point, about solidarity. I think there is a logical inconsistency in the idea that solidarity can be a la carte, that you need solidarity when it comes to a perceived threat from Russia, but not when it comes to the refugee situation. You know, I can imagine Italy and Greece saying, well, we are far away from Russia and we don't feel threatened, so we'll not implement the decision about sanctions. But that could be the wrong thing to do, because the EU may become smaller next month, hopefully not with the Brexit, but it has steadily become weaker when European countries do not respect common decisions. Now, however, you cannot impose the views of the majority on other countries on issues they feel strong about. I know it's a far-fetched comparison, but this led to a civil war in America. So we need to find other ways to convince each other about the policies. Last point, cooperation with third countries. Now, obviously, from a Greek perspective, the agreement between the EU and Turkey has been a positive development because it gave us breathing space. Now, for how long, I don't know. But there's no doubt that this has been a bad agreement. At the same time, if one accepts also that this is the best we could have gotten at a certain at this point, the choice is between a bad agreement and no agreement at all. Now, whether this can be a model for agreements with other countries, I think that remains to be seen. It's too early to say. Thank you. So, I would like to ask the audience if you have comments or questions for a maximum of 1.5 minutes each. Can somebody help me with the microphone? Do you have a microphone? No. Ja, danke. Ganz kurz, nur ganz schnell. Die Dame aus Schweden und der Herr aus Polen hat es ja eigentlich schon vielleicht fast schon ausgesprochen. Ich bringe es nur ein bisschen härter auf den Punkt. Also mein Eindruck ist, dass das Europäische Parlament die europäischen Mitglieder allesamt reinlegt. Schon in der Psychologie-Grundstudium weiß man schon, wie man Gruppen oder Individuen verführt. Die Arbeitsmethodik, wie sie miteinander kooperieren und arbeiten und kommunizieren, ist link, ist einfach link. Fazit ist, wenn zu einem Thema in der Gruppe diskutiert wird, dann hat jeder einen Standpunkt abzugeben. Und das hat jeder EU-Mitgliedstaat zu tun. Und wenn jedes EU-Mitgliedstaat die anderen Standpunkte kennt, kann es erst in eine Debatte gehen. Es passiert aber immer was anderes. Irgendeiner schreit Aua und auf den stürzen sich alle und saugen dieses EU-Mitgliedsländle aus. Passt eigentlich unserer Gesellschaft, ist genauso. Wer sich da als Einzelner irgendwo aufrichtet, der wird gleich gelyncht. Das ist doch Kindergartendiskussion auf das, wo Sie arbeiten. Das muss doch mal auf einer Erwachsenenebene gebracht werden. Und das passt auch übrigens zu dem, wie ich die EU erlebe. Die EU schreibt auch souveränen Staaten gegenüber vor, was es zu tun und zu lassen hat. Sprich, sie ist nur unterwegs im Eingemeinden, da ist sie gut. Aber wenn sie eingemeindet hat, danach läuft der übliche Sanktionskurs. Man ist ja Herrscher übers EU-Land. Was ist das für eine Grundhaltung? Die Basis stimmt nicht. Also was will ich sagen? Fazit, wird die Arbeitsmethodik verändert? Setzen sich dann langsam mal die Staaten wie Erwachsene gegenüber und hört dieser Kindergarten auf? Ja, auf europäischer Parlamentsebene, natürlich. Es ist eine Arbeitsmethodik ist, die Linkheit zu erkennen. Ja, und die muss mal aufgelöst werden. Okay, thank you very much. Is there?
so that I... Ich, ja. Mein Name ist Christine Kamm, Abgeordnete aus Bayern. Ich habe zwei Fragen. Die eine Frage ist, wenn die Nationalstaaten zurzeit keine Perspektiven aufzeigen können, wie es mit unserer europäischen Asylpolitik weitergeht, wie realistisch ist es denn, dass Städte und Regionen quasi im Verbund handeln? Also ich meine, es gibt zwar wunderbare Worte von Barcelona und so weiter und von Lesbos, das ist ja alles wunderschön, aber ist es realistisch, bekommen wir das hin? Und letztendlich beklagen sich ja alle Städte wie Paris oder London oder Barcelona, dass die Nationalregierungen sie ja nicht zusätzliche Flüchtlinge aufnehmen lassen, so ähnlich wie das der Papst kürzlich in Lesbos getan hat. Das war die eine Frage. Und die andere Frage ist, wenn wir sichere Korridore wollen, warum ist es nicht klug, mit allen Nachbarstaaten zusammenzuarbeiten und nicht nur mit der Türkei? Theoretisch könnte man ja auch mit den anderen Nachbarländern wie Libanon oder Jordanien zusammenarbeiten. Also, ich finde das etwas kühn von dem polnischen Kollegen, das muss ich jetzt einfach mal sagen. Er steht zu der Politik seiner Regierung und macht dann Vorschläge, wie die Kommunen die Flüchtlinge aufnehmen, damit handeln sollen. Es ist ja nicht nur Paris, Barcelona, es ist ja auch Tübingen mit dem grünen Bürgermeister. Und ich mache nun schon lange Helferin in der Flüchtlingsarbeit, darf ich sagen, es sind viele am Limit, besonders die Ehrenamtlichen, Klammer zu. Und die Kommunen mühen sich ab. Und ich finde jetzt, wenn ich das sagen darf, das ist ja ganz neu, der Gipfel da in Meseberg mit Merkel und Gabriel. Das habe ich heute früh im Radio gehört, dass die nun sagen, also dass die Flüchtlinge akzeptieren müssen, wohin sie geschickt werden, auch in ländliche Regionen. Jetzt nehme ich noch was Konkretes. Ich habe Verwandte in Schleswig-Holstein und Niedersachsen und kenne viele Dörfer, die sich ganz doll bemüht haben. Also und die gehen dann doch in die nächste Großstadt. Also Hannover, Kiel, die Flüchtlinge. Und dann ist das auch sonst. Und ich denke, das muss einfach geschehen. Ein letzter Satz, einige Grundschulen freuen sich, wenn da Kinder kommen, weil sie sonst geschlossen werden müssten. Aber die Eltern müssen bleiben. Ne? Also wir kennen ja hier in Berlin alle die Kinder von Golzow. Die Schule ist nur gerettet worden, weil zwei syrische Familien mit drei Schulanfängern da waren. Ja, ist doch was Konkretes. Also gut. Thank you very much. Danke. Please, when you take the floor, if you say your name. Hello, I'm Davide Sabadin from Italy. Just a couple of very short questions. One to Piotr Buras. I wanted to know if, by any chance, this position, if you take European money, then you take European responsibilities, such as the burden of migrants. Swedish position, partly for a short period of time, also in the Italian position. Did these headlines reach Poland? I mean, were they new somehow? Were discussed or not? What was the debate about this European position or some country's position? Second question is, okay, when we're talking about solidarity, and we ask ourselves what solidarity means. Does it mean like money, army, room, space, welcoming tools or something or anything else? I wonder if the idea of monetizing, you know, giving a price, a value, economical money for solidarity, just like if you take people, then you will give you money. If you don't take people, you will pay money. Creates a precedent. So can I opt out for minus 40% emissions and by in 2030 and paying? I want to go on with emitting carbon dioxide. Can I do that? Can I opt out for any political European decision if I don't agree? Because I just can pay for that. I mean, I wonder. I'm just provoking here, you know. Thank you. I saw some. Some girls as well, perhaps. Thanks.
Julian Lehmann from the Global Public Policy Institute. I want to take up the earlier point, the remarkable comment that maybe it's not the time to go for reform if we know that it's not going to work and that will maybe damage the credibility and legitimacy of EU institutions pushing for reform. And related to what has been said also on the Polish reaction to the proposal by the Commission. Does that mean now, or what does it mean for the reform of the Dublin regulation? Does it mean that we should maybe renounce to go for bigger reforms and focus on sort of the technical aspects, maybe even focus on monitoring, focus on implementation, as Pramila Bagman has suggested, if I understood her correctly? And what would that then entail in terms of the legitimacy for the EU institution? It's an open question. Thanks. Okay, so there was somebody here, yes? Yeah. Microphone, hurry up. Thanks. I'm Moreno Boni, I'm Italian. Well, I think that this is a so-called asymmetrical crisis, just to use a synonym, asymmetrical wars, asymmetrical crisis, in the sense that although there is a legislation, there are laws who give a direction to proceed in a certain way or in another way. I'm referring to the problem of finding a solution for the Flüchtlingskrise or refugees crisis, okay? On the other hand, it seems, it is so, that the EU, the EU, the European community, European Union, has not yet found efficacious, efficient means to implement what has been legislated, what has been decided in Brussels at the European Parliament. So somehow the whole constitution of the European Union must be reviewed in order to pass from decisions to action, if you want to. There is no other way. As it is, this is only, one can only feststellen, one can only assess that the instruments we have not enough to have a political, a European political power, okay, which must be united. Thank you. So, I mean, I don't have any solution, but this is the point. We have to find a solution, otherwise we'll be in a, I mean, then it will be Can a you conclude, crisis. Please? Okay. Grazie. The girl here, the lady, here. Danke. Anna Görg aus Berlin. Ich finde den Ansatz mit den Kommunen total interessant und wollte da einmal nachfragen, was, ob es da schon irgendwelche Vernetzungen, irgendwelche politischen Ansätze gibt, dass Kommunen, die sich wünschen, dass Geflüchtete zu ihnen kommen und auch vor allem bei ihnen bleiben, sich dort stärker machen und dort eine stärkere Stimme kriegen. Thank you. Hello, my name is Bode Weber from the Democratization Policy Council. I got two short questions. One is to Ms. Beckmann. Ms. Beckmann, we have seen a pattern of a several number of countries last autumn falling off Mrs. Merkel's coalition of the willing. Austria, France, with shifting the refugee debate to the security area, and your country on the refugee cap. This had all the same pattern, you know, giving in on pressure from populist right-wing parties. And at least from what I see, both in Austria and in
France as a recipe to counter that pressure. It hasn't worked. It was actually counterproductive to see the number of presidential candidates in the first round in Austria from the ruling coalition. Now, I wanted to, would like to know from you, is that the same result in Sweden? Has basically the ruling coalition not profited from, you know, conformistically giving in to populist pressure on the refugee issue? My second question goes to Mr. Dokos from Greece. This is about the EU-Turkey deal. I think that maybe part of the debate that's not discussed on the EU-Turkey deal, and the critique is that I think even if the deal is sustainable with its aim on a long-term perspective, I think that the collateral damage for the EU, both internally and internationally, is much, much larger than what you benefit. So I want to ask a question on the collateral damage on Greece. We are partly into the euro crisis and the financial crisis in Greece because Greece, in a way, in tested cooperation with other EU membership, manipulated with the eurozone rules at the very beginning when they entered. Now, currently, you're in a situation with a deal that Greece, as a country that in the EU is not recognized as a safe third country, have a key role in manipulating with EU rules on declaring Turkey to be a safe third country. So my question would be to you, let's speculate a little bit. If you on the one side have our teaching as an EU, Greece that internal rules, international conventions, EU conventions don't count, we can manipulate with them if we need. What will be the impact on Greece on the other side, you know, sticking to conditions on the financial crisis, reforms in good governance and other Thank issues? You. Okay. Can we give the floor to our speakers? Yes, we can. Yes. Well, good questions. First of all, the monetization of dissenting with policies. I mean, if you can accept it perhaps as an exception, but if it becomes the rule, then it's not a union, it's some kind of business arrangement. Then obviously we need to work more and support other countries like Lebanon and Jordan. But I think we made the cynical assumption that people from Lebanon and Jordan do not come to the EU. So the priority was given to Turkey for practical reasons. Should we extend assistance to the other countries? Obviously, yes. EU legitimacy question, which is a huge one. But I think we all agreed that we'll voluntarily surrender part of our sovereignty to the European Union because that makes us stronger at the national level, especially at a time when rising powers are becoming stronger as well, and they can always play very successfully the old divide and conquer or rule game. And some of them have been doing that very successfully when it comes to energy, trade, and other areas. So the assumption was that by sticking together and having a meaningful union, that will make us stronger. If that assumption is no longer valid, then that will be the end of the European Union. And frankly, I don't think we are as far away from that point as I thought or I was hoping for. So I think there will be times for difficult decisions for the EU. What we can do to bridge gaps and differences between various European countries. I'm a strong believer in field actions, working together in joint missions whenever possible. Even the idea of a European Peace Corps, bringing young men from various European countries on joint actions. Can do miracles, I think. And Erasmus is a wonderful idea. Finally, Greek courts have declared Turkey a non-safe country. And I'm trying to understand how will that affect the implementation of the treaty on the Greek and European side. Selective interpretation of rules, well, obviously doesn't help the EU, who has been promoting itself as a normative power.
But at the same time, one has to be pragmatic. So when faced with difficult choices, a bit of flexibility can help, but not too much flexibility. Let me start with a question on the populist parties in Sweden. Yes, we have a populist party and it has grown a lot. And of course, this has an effect on the debate on the migration issue. And what we can see as well is that the situation has taken its toll on the Swedish government. The Swedish government is a coalition government between the Greens and the Social Democrats, and the Greens are known for its very generous asylum policy. And it's been difficult for them to find their position on the issue. On the other hand, the Sweden Democrats, the Populist Party, has not had to do much. They have just been able to lean back and watch the other parties kind of adapt their policy to a kind of new reality. As for the question, is this not the time for reform? I would say it's quite the opposite. I mean, the status quo in terms of the EU asylum policy is not working. So I think the time for reform is absolutely now. However, as we have been talking about, the maneuver for changes are small, and we will see now what happens with the Commission proposal on a automatic relocation of asylum seekers. I think that's, you know, as usually, it's going to be a compromise decision. And I think also, besides working on a political level, we need to work on a kind of legal level, and then again, implementation. And then I just have to say, I agree with you that on the question of EU forcing nation states to do certain things, it was indeed a voluntary decision to join the European Union. And it should not come as a surprise that what that entails. Thank you. Ja, vielen Dank. Also erstens würde ich gerne mit einem Missverständnis wieder hier ausräumen. Also ich glaube, dass die Tatsache, dass ich auf eine ziemlich unaufgeregte Art und Weise über die polnische Position gesprochen habe, bedeutet bei weitem nicht, dass ich mich mit dieser Position identifiziere. Ich glaube, ich habe den Punkt ziemlich klar gemacht, dass ich eigentlich in vielen zumindest Aspekten die offizielle Position der polnischen Regierung heute leider nicht teile. Das nur, damit das klar wird. Und ich glaube, das ist ja wichtig auch in einem anderen Zusammenhang, nämlich es gab hier die Frage nach der Zukunft der Dublin-Regulierung und der Reform der europäischen Asylpolitik. Ich glaube, dass wir hier tatsächlich mit einem Paradigmenwechsel haben, und für diesen Paradigmenwechsel steht auch der jüngste Vorschlag der Europäischen Kommission. Und dass wir die Probleme, die mit der Migration oder mit der Welle der Flüchtlinge, selbst wenn sie da irgendwann abebbt, nicht in Griff bekommen werden, zumindest ohne drei wichtige Schritte, nämlich der erste absolut zentrale Punkt ist für meine Begriffe das Abkommen mit der Türkei. Also wir haben momentan keine andere Lösung, die vielversprechender wäre als das Abkommen mit der Türkei, selbst wenn man natürlich diesem Deal einiges vorwerfen kann. Aber die Tatsache ist, dass es bisher schon gewirkt hat. Vielleicht nicht auf die Art und Weise, wie das vorgesehen war, aber die Tatsache ist, dass die Zahlen nach unten gegangen sind, und das war das absolute Ziel aller Regierungen in Europa, und das müssen wir uns
auch ganz klar machen, dass selbst diejenigen, die die Flüchtlinge gerne, also nicht gerne, aber also gerne in dem Sinne, dass sie bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen, dass selbst diese Staaten wollten die Zahl nach runterdrehen. Der zweite Punkt ist, dass wir, um die Migration in den Griff zu bekommen nach Europa, müssen wir mehr illegale Migration haben. Und das heißt, mehr legale Migration, damit wir weniger illegale Migration haben. Und wir müssen uns auch ganz klar machen, dass es wirklich die illegale Migration, die das eigentliche Problem ist. Und laut der aktuellen Lage in Europa, und damit meine ich eben die Dublin-Regulierung auch und die anderen europäischen Vorschriften, ist eigentlich jeder Versuch, Europa heute zu erreichen, illegal. Und das ist, also für Flüchtlinge, das ist ja insofern, ist das eigentliche Problem, wenn wir mehr Möglichkeiten haben, für Flüchtlinge zum Beispiel Asylanträge außerhalb von Europa zu stellen oder legale Kanäle der Migration nach Europa, dann können wir dieses Problem irgendwie entschärfen. Und das ist, und damit meine ich natürlich auch die Resettlement-Politik, also Umsiedlungspolitik. Wie gesagt, ein Pfeiler des EU-Türkei-Abkommens. Aber das ist natürlich ein Paradigmenwechsel, weil wir in vielen europäischen Ländern, natürlich inklusive Polen, darauf gar nicht vorbereitet sind. Und der dritte Aspekt, der absolut notwendig ist, ist eben die Frage der Lastenteilung. Und das, was ich bereits angesprochen habe, und hier gab es auch eine Frage nach den Kommunen. Also ich glaube nicht, also das ist ja auf der europäischen Ebene, gibt es diese Regelungen noch nicht in dieser Form. Also es gibt eben den Ansatz, dass für jeden aufgenommenen Flüchtling die Europäische Union eine bestimmte, ich glaube, 6.000 Euro zahlt. Aber das ist natürlich etwas anderes, weil der Hintergrund des Vorschlags, von dem ich gesprochen habe und der eben von Sebastian Dudin vom ICFA kommt, der ist ein anderer. Der Hintergrund ist, dass die Aufnahme von Flüchtlingen tatsächlich sehr oft sehr gravierende Folgen für lokale Gemeinschaften hat. Selbst wenn die absoluten Zahlen im Kontext des ganzen Landes oder des ganzen Staates eigentlich nicht so problematisch sein müssten. Aber auf der lokalen Ebene treten Probleme auf und man muss eben diese Sorgen der Bürger entschärfen dadurch, dass man ihnen zeigt, dass das keine Last sein muss, Flüchtlinge aufzunehmen, sondern ganz im Gegenteil, dass die Gegend, die lokale Umgebung von der Aufnahme der Flüchtlinge sogar profitieren kann. Und das ist dieser ökonomische Anreiz, der vielleicht nicht immer entscheidend ist. Es gibt auch sehr viele andere Gründe, warum auch die kulturelle Unsicherheit, warum viele Flüchtlinge nicht aufnehmen wollen. Aber das wäre bestimmt für meine Begriffe ein Schritt in die richtige Richtung. Okay. Thanks. Ja, vielleicht gleich anschließend daran, also das ist ja eine grundsätzliche Frage, ob man, ob Solidarität abkaufbar ist, ob die abhandelbar ist, ob man sozusagen moralische Grundsätze in irgendeiner Weise mit Geld verrechnen kann, mit Leistung verrechnen kann. Natürlich nicht. Und natürlich muss in dieser gesamten Flüchtlingsdebatte auch immer wieder darüber gesprochen werden, dass das Grundwerte sind, dass das verbindliche Rechtstitel sind, über die wir hier reden, und dass alle Staaten, die Genfer Flüchtlingskonvention, die Menschenrechtskonvention, was weiß ich nicht, unterzeichnet haben, verpflichtet sind, die einzuhalten. Das muss immer wieder gesagt werden. Und da darf man auch die Mitgliedstaaten natürlich nicht aus der Verantwortung lassen. Das ist sozusagen die hohe Ebene und die muss da sein. Aber gleichzeitig bin ich sehr dafür, dass wir eben solche neuen Ansätze ausprobieren und gucken, ob das funktioniert.
Natürlich kann eine Kommune, darf eine Kommune oder eine Stadt nicht darüber entscheiden, ob jemand Asyl gewährt bekommt oder nicht. Das ist die falsche Ebene. Das ist eine nationale Angelegenheit. Dafür gibt es Rechtswege, die müssen entsprechend definiert sein. Das ist eine staatliche Angelegenheit. Dafür braucht es staatliche Strukturen und so weiter. Aber die andere Frage ist, wo sollen die Leute denn eigentlich leben? Und wer kümmert sich darum, dass es einen Zugang zum Arbeitsmarkt, dass es einen Arbeitsplatz gibt? Wer sorgt für eine nachbarschaftliche Integration und so weiter? Das muss unten stattfinden. Und ich finde eben, dieser vielbeschworene Subsidiaritätsgedanke muss da irgendwie stärker zum Tragen kommen. Das muss von unten kommen. Wir müssen zu einem grundsätzlichen Umdenken kommen, von dem Prinzip von oben runter Sachen anzuweisen, immer die untergeordnete, die nachgeordnete Ebene anzuweisen, was die zu tun hat, zu einer umgekehrten Bewegung. Anders kommen wir mit diesem Thema Integration nicht hin. Weil das, was wir auf nationaler, auf der Ebene der Mitgliedstaaten sehen, dass zum Beispiel dann Litauen sagt, ja, wir nehmen keine Flüchtlinge auf, weil die wollen ja sowieso nicht zu uns kommen, weil wir keine Flüchtlinge haben. Da beißt sich die Katze argumentativ natürlich in den Schwanz. Und das muss irgendwie durchbrochen werden. Also was man eigentlich braucht in dieser ganzen Integrationsgeschichte, sind sowas wie kritische Massen. Also eine kritische Zahl, eine bestimmte Anzahl von Flüchtlingen in einer lokalen Umgebung, die dann dafür sorgt, dass die dann als Aufnahmestruktur wirkt, als Willkommensstruktur wirkt und diesen Ort, diese Gemeinde, diese Stadt attraktiver macht für neue Flüchtlinge. Wenn wir das nicht hinbekommen, dann sind alle anderen Debatten über diese Prinzipien, die sind gut, die müssen geführt werden, aber die führen zu nichts. Deshalb nochmal bin ich sehr dafür, dass das gestärkt wird. Und wenn ich noch ein, Beispiele gibt es eben noch nicht, es sind Ideen, also, aber ich bin sehr dafür, zum Beispiel eben einen Wettbewerb auszuschreiben, das kostet nicht viel Geld, das ist nicht so super viel organisatorische Arbeit und nur mal zu gucken, ob das zieht, ob diese Idee zieht. Wir werden dafür belohnt als Kommune, wenn wir Flüchtlinge aufnehmen. Das ist ein ehrendes Gesetz in der Entwicklungszusammenarbeit. Da wird nichts gemacht, was nicht auch der lokalen Community zugutekommt. Also warum übertragen wir das nicht einfach auch auf die Flüchtlingsintegrationsfrage? Eigentlich ein einfaches Prinzip. Dann vielleicht einen Satz noch zu diesen zu der Frage, warum wird mit der Türkei zusammengearbeitet und nicht mit anderen Staaten wie Libanon und Jordanien? Das stimmt so natürlich nicht. Also sowohl nach Jordanien als auch in den Libanon sind natürlich beträchtliche Mittel geflossen. Aber die sind viel zu gering gewesen, die sind viel zu spät gekommen und da sind die Warnungen aller humanitären Organisationen, die seit Jahren immer wieder wiederholt werden, wir kriegen die Appeals nicht zusammen, da kommt nicht genug Geld zusammen, was wir eigentlich brauchen, um die Versorgung in den Flüchtlingslagern sicherzustellen, die sind verpufft. Und regelmäßig gegen Ende des Jahres waren dann doch nur 30-40% der Appeals da. Und da muss man sich, glaube ich, nicht wundern, wenn es dann aus lauter Not auch zu Weiterwanderung aus den Flüchtlingslagern kommt. Aber noch eine andere Debatte. Ja. Will ich jetzt gar nicht aufmachen. Ich will nur einen allerletzten Punkt machen zu Griechenland und zum EU-Türkei-Deal. Also ich mag mir gar nicht ausmalen, was denn eigentlich passiert, wenn dieser Deal nun komplett platzt und die Flüchtlinge in Griechenland stranden. Was soll das eigentlich da werden? Soll das ein gigantisches Open-Air-Flüchtlingscamp werden, Griechenland? Soll Griechenland denn, wenn die anderen Grenzen faktisch zu werden, das Land sein, was sozusagen für Gesamteuropa die Flüchtlinge aufnimmt? Was heißt das eigentlich für ein Land, was so belastet ist wie Griechenland? Wie soll das denn eigentlich gut gehen? Eigentlich müsste das absolute politische Priorität sein, Griechenland zu stabilisieren und in die Lage zu versetzen, also damit, was sie jetzt schon haben, an Flüchtlingen umzugehen und Griechenland davor zu schützen, sage ich mal, so stark belastet zu werden, wie das zu werden droht, wenn der EU-Türkei-Deal scheitert. Da muss man viel dran kritisieren an diesem Deal. Es gibt einen guten Bericht von Pro Asyl dazu, ganz aktuell von letzter Woche, der das nochmal sehr deutlich macht, was da alles nicht funktioniert in diesem Abkommen. Und trotzdem muss man genau diese Frage stellen. Was würde passieren in Griechenland? Was würde das mit Griechenland machen, wenn das scheitert? Thank you very much. So
This is just the second session today after the opening one, so we are just giving sort of some reflections and some points to the ones to the session that will come after. But if I have to make a very quick summary, which is certainly not exhaustive, of some of the ideas that were taken in this debate. The first conclusion is certainly that we have to act on the status quo because the situation as it is certainly not satisfactory, that the implementation of relocation is a key point of any European solution that we are envisaging, that there is a little bit of a difference of different views among the speakers, and probably it's something that will have to be a little bit rediscussed about the issue of binding or non-binding. Is it possible to do something if it is not binding? But is it possible to do anything imposing, even if we are talking about European decisions that normally are taken by everybody? So in which sense are they imposed if they are approved by everybody? So this issue of binding, non-binding, I think will remain also in the rest of the discussion in the next 1.5 days. The question of numbers, can we settle around numbers because we have too little, or because Lebanon or Turkey has too many? So this is also another open question that remains on after this discussion. And also another point that has been heavily discussed is the question of solidarity. How do we define it? Am I, as an Italian, too solidaire in relation to a Greek or to a Swede? And how much of a common solidarity can resolve the question of everybody feeling too solidaire? I mean, this is also an issue that is a little bit open. And also another issue that I found interesting is, what is the alternative? You know, if we don't find a common solution, is the current degradation of the situation a possible sustainable solution? I mean, in the way, if we don't relocate, if we don't accept more refugees, if we close each other frontiers, would the situation improve? I don't have the feeling that this situation will improve. So perhaps there is no alternative as to finding a common common solution. And also another point that I found quite interesting is, if people, and you talked about the Eastern European countries or Poland, are not ready to this kind of relocation agreements, or are not ready to take in some refugees or some... Yeah, let's discuss only about refugees. Then would it be possible to have a sort of system of paying for not having? So the discussion about incentives, discussion about sanctions is still an open issue here. And of course, what Ralph said at the very beginning of our discussion, can the enhanced cooperation be a way forward? I mean, some countries take over a responsibility and leave out from this responsibility other countries. This is also another question that has to be answered. And of course, this means that perhaps migration and asylum will not be a policy of 28 member states. And this, of course, opens the way of a multi-speed Europe also in this sense. So many more questions and answers. But I think that that is also the reality that comes out from checking out what happens in the different national debates. And I thank you very much for your attention. And I'm looking forward for the discussion of the next hours and days. Thank you.